Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Bus-Simulator 21 zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Genauer gesagt heißt das Spiel ja jetzt etwas anders, und zwar seit dem 16. Mai 2023 heißt es Bus-Simulator 21 Next Stop. Es gab ein sehr großes Update für dieses Spiel und seitdem gibt es auch zum Teil kostenlose neue Inhalte und es wurden weitere neue Inhalte angekündigt, die schon sogar mit einem Season Pass gekauft werden können. Ja, und was das Ganze in sich hat und die wohl größte Neuerung, die werden wir besprechen. Die größte Neuerung, ihr seht sie ja hier schon. Hier liegen jetzt nämlich Straßenbahnschienen in unserer Stadt Angel Shores und wohl auch in der europäischen Stadt Seaside Valley. Und wir haben ab sofort die Möglichkeit, hier im Bus Simulator 21 in der Straßenbahn, hier wird sie Tram genannt, mitzufahren. An der Stelle möchte ich mich mal bedanken, und zwar bei Gondon Token, für den Tipp, dass wir oder wie wir am schnellsten als Fahrgast in der Straßenbahn mitfahren können. Denn dafür müssen wir, oder da gibt es einen kleinen Trick, und zwar, wir gehen in unser Hauptmenü und stellen die Zeit auf 11 Uhr, ja, lassen wir mal bei 11:01, stellen wir mal die Zeit auf 11:01 vor. Und dann müssen wir relativ schnell den Ort wechseln. Jetzt haben wir natürlich auch noch Regenwetter. Ne, wir stehen jetzt den ganzen Tag hier völlig durchnässt und ohne Essen. Nein, wir werden das schon schaffen. Wir wollen ja nicht fahren, wir wollen ja nur mitfahren. So, wenn wir die Zeit vorgestellt haben, begeben wir uns an die Haltestelle, Lincoln Street, machen eine Schnellreise und befinden uns jetzt an dieser Haltestelle, und hier wird jetzt auf der anderen Seite in wenigen Minuten eine Tram kommen, wo wir auch als Fahrgast mitfahren können. Ob wir die Tram übernehmen können, wir können es ja mal probieren, würde ich sagen. Aber soweit ich das gelesen habe, geht das wohl noch nicht. Wir sehen auch keinen Fahrplan der Tram, sondern wenn wir hier draufklicken, wenn überhaupt nur Fahrpläne unserer Linie. Aber diese Haltestelle haben wir in dem Fall ja noch gar nicht angebunden. Ja, also Straßenbahnfahren im Bus-Simulator 21. Ich persönlich hätte nicht damit gerechnet, dass man hier vorhat, eine Straßenbahn einzubinden. Und ja, ihr habt mal wieder Adleraugen bewiesen. Für eine echte Straßenbahn fehlen hier noch die Oberleitungen. Aber es gibt Vermutungen, es handelt sich hier wohl um eine Art Akku-Straßenbahn. Das heißt, eine Straßenbahn, eine Tram, die eben im Depot aufgeladen wird und dann eben tagsüber hier mit aufgeladener Energie durch die Stadt fährt. Denn bei der Tram habe ich zum Beispiel auch noch keinen Stromabnehmer oder sowas gesehen. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, ein bisschen gucken, wann die Tram kommt. Wir würden sie ja eigentlich ab da gleich sehen. Ich habe das Ganze nämlich einmal ausprobiert und da kam sie auch gegen 11 hier an dieser Haltestelle an. Wir müssen einfach mal gucken, vielleicht dauert es noch ein, zwei Minuten. Wir können das ja nicht, also wir haben ja leider keine festen Fahrpläne für die Tram, wann sie hier jetzt ankommen soll, drüben. Ja gut, falls sie da drüben ankommt, wäre sie dann auch relativ schnell da. Ja, das Straßenbahnnetz hier an Straßenbahnschienen, was hier durch die Stadt gezogen ist, das ist auch relativ groß, verbindet ja, glaube ich, alle Stadtteile. Vielleicht können wir hier nochmal die Zeit nutzen und einen Blick auf die Karte werfen. Und hier oben sehen wir haben einen neuen Karrieremodus und eine Kartenerweiterungsmission. Denn die Karte wurde nämlich hier im Nordosten etwas erweitert. Die Kartenerweiterung selbst ist kostenlos. Die könnt ihr euch bei Steam für den PC herunterladen. Und das gleiche natürlich auch bei den, Plattformen. So, da drüben, da kommt unsere Tram pünktlich. Ja, hätten wir ein, zwei Minuten später uns hierher beamen können. Hier kommt also unsere Tram und ich sehe hier auch keinerlei Stromabnehmer oder sowas. Scheint das wirklich so eine Akkubahn zu sein. So, was wir auch machen können, wenn ihr mit der Tram fahren wollt, es geht nur die erste Tür auf und dann können wir uns hier in dieses Fahrzeug begeben. Ich würde euch empfehlen, euch nicht hinzusetzen, denn wenn ihr euch hinsetzt und wieder aufstehen wollt, dann werdet ihr auch aus dieser Bahn herausgebeamt. So, hier können wir willst du die Fahrkarten kontrollieren? Ja. Unserer Fahrerin über die Augen schauen oder ja, zuschauen, wie sie fährt. Und wir werden jetzt nämlich in ein Stadtviertel fahren, wo wir noch gar nicht gewesen sind. Zumindest nicht in diesem Let's Play. Und ihr seht hier, um Straßenbahn zu übernehmen, benötigen wir das DLC, das Tram-DLC von Bus Simulator 21.
Das DLC habe ich auch gekauft mit dem Season Pass, aber das ist natürlich noch nicht freigeschaltet. Das soll ja erst im vierten Quartal 2023 freigeschalten werden. Das ist der Zeitraum Anfang Oktober bis 31. Dezember. Also ich gehe mal davon aus, dass die Veröffentlichung jetzt nicht erst im Dezember sein wird, sondern so ein bisschen früher wahrscheinlich stattfinden wird. Aber es ist schon ein tolles Erlebnis hier mal mit der Bahn mitzufahren. Ihr seht, die Tram hat hier sogar eine eigene Brücke bekommen, um in den nächsten Stadtteil herüber zu fahren. Ich zeige euch das mal. Da waren wir nämlich noch nie gewesen, wo wir gewesen sind. Hier in diesem Stadtteil, da sind wir noch gar nicht. Wir waren hier unten mal gewesen, aber hier drüben waren wir noch nicht gewesen. Wir genießen jetzt einfach mal hier unsere Fahrt mit der Tram. Ja, ich bin auch sehr gespannt, inwiefern dieses Tram-System umgesetzt wird. Thema Signale zum Beispiel, also wie komplex das Ganze werden wird, ob das nur so ist, eben Tram fahren, Haltestellen richtig einstellen und so weiter, eventuell mal eine Weiche stellen, oder ob das Ganze richtig komplex werden wird, wie wir das vom Spiel Tram-Sim kennen. Aber ich glaube, so komplex wird das Ganze sicherlich nicht werden, sondern das Ganze wird meiner persönlichen Meinung nach schon etwas vereinfachter dargestellt werden. Aber ich bin sehr gespannt, ob es zum Beispiel sowas hier wie Signaltechnik geben wird und die Möglichkeit geben wird, eben vielleicht das Tramnetz für sehr, sehr viel Geld selbst im Spiel erweitern zu können, die Tramstrecken, oder ob man sich eben auf das beschränkte Gleisnetz hier festlegen muss. Also das sind so alles Sachen, die wir noch nicht wissen. Jetzt sind wir schon im neuen Stadtteil. Ja, welcher Platz ist euch denn am liebsten hier einfach? Ich schaue immer so gern Fahrer oder Fahrerin, den Leuten schaue ich sehr, sehr gern. Ja, einfach mal über die Schulter, nicht über den Kopf, sondern einfach über die Schulter. Und was hier kommt, Fahrzeug können wir übernehmen? Ne, achso, das sind ja die Trammer, die können wir ja nicht übernehmen, das haben wir ja gerade versucht. Ja, haben wir Glück gehabt, dass wir schönes Wetter erwischt haben. Und wir können vielleicht noch so ein bisschen über die quatschen, was da, oder also sprechen, was jetzt so geplant ist hier für den Tram-Sim. Quatsch, für den Bus-Simulator 21. So, wie gesagt, es gibt seit dem 16. Mai einen Season Pass für dieses Spiel. Der umfasste 4 DLCs. Eins davon ist bereits erhältlich. Das ist dieses Ebasco Buspack. Guten Tag. Fahrkarten kontrollieren kann ich übrigens nicht. In der Bahn, wie gesagt, das ist ja noch, glaube ich, ein Beta-Modell. Also, es gibt aktuell, wie gesagt, Ebasco. Das ist bereits erhältlich, das DLC. Die ganzen DLCs, die im Season Pass enthalten sind, die sind natürlich auch einzeln erhältlich, beziehungsweise können, wenn sie veröffentlicht wurden, auch einzeln gekauft werden. Der kommt nun mit diesem Season Pass etwas günstiger. Weiterhin soll es dann zwei Schulbusse geben, also einmal so diesen klassischen amerikanischen Schulbus und dann noch diesen Thomas Build Bus, das ist ein etwas neueres Schulbusmodell. Und natürlich, also diese beiden Schulbusse sollen im dritten Quartal kommen, also im Zeitraum Anfang Juli bis Ende September, und das finale DLC, das ist hier unsere Tram, in der wir uns gerade befinden. Ist auch die Frage, ob dann zum Beispiel mehrere Tram-Modelle geplant sind oder ob das Ganze wirklich noch komplex wird hier mit Oberleitung und so weiter, oder eben ein Akku-Fahrzeug ist. Sowas gibt es ja, so eine Fahrzeuge, die sich quasi an den Endpunkten, das gibt es ja bei der Bahn auch, die sich an den Endbahnhöfen aufladen, dann über Dieselstrecken fahren und quasi so eine riesen Batterien haben. Das soll ja zwischen Chemnitz und Leipzig bald kommen, so ein Zug. Und sich jeweils, wie gesagt, an den Endbahnhöfen auflädt und dann eben diese Zwischenstücke ohne Oberleitung fährt. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept. So, hier sehen wir, dass wir hier irgendwo an einem Ausflugsort angekommen sind, so ein kleiner Hafen. Ja, wie gesagt, ich war ja auch noch nicht in der Gegend. Das sieht so aus wie so eine Bucht, wo man so Schifffahrten machen kann. Ja, könnten wir mal Angel Shorts in der Straßenbahn. Was mir auch auffällt, dass uns hier kaum eine Straßenbahn entgegenkommt. Das scheint also so zu sein, dass hier wirklich nur eine einzige im Probeverkehr rumfährt. Das kann natürlich sein, stand ja auch Sonderfahrt an dem Fahrzeug dran, dass man eine einzige hier rumfahren lässt, um zu gucken, wie verträgt sich das Ganze hier mit dem anderen KI-Verkehr. Reagieren die Autos richtig? Wie verhält sich das Ganze, wenn wir als Spieler zum Beispiel hier vor oder hinter der Bahn fahren? Ich denke mal schon, das ist ja halt schon so gedacht, dass die erstmal KI rumfährt, um zu gucken, dass das alles KI später dann auch richtig funktioniert. Und man arbeitet ja auch in diesem Spiel, wie mit vielen anderen Spielen, so ganz eng halt zusammen mit dem... Ja, so ganz eng arbeitet man dann halt zusammen mit der... mit der Community. Das ist ja mittlerweile viel einfacher geworden als früher über Discord. Also, ne? Die Frage
Frage ist, wenn ich mich hinsetze, könnte ich da nach außen zoomen? Ich weiß nicht, ich will den Sitz nicht benutzen. Ach nee, wartet mal, war das F2 oder was? So, genau, jetzt kann ich nämlich nicht mehr aufstehen. Und wenn ich jetzt C drücken würde, C wie Cäsar drücken würde, nee, ich kann leider nicht, so, Moment, so, jetzt C, genau, so. Das ist nämlich, ja, ach nee, wir sind drin geblieben, so. Und ihr seht, es kommen ganz viele Leute rein. Und ich kann sie nicht kontrollieren. Wir könnten sonst ein bisschen Geld hier einsammeln. So, wo sind wir denn überhaupt? Sind wir jetzt eigentlich schon wieder zurückgefahren auf den? Ne, wir fahren jetzt erstmal hier drüben eine schöne Runde rum. Wo sind wir überhaupt? Und werden wahrscheinlich dann hier über diese Brücke wieder zurück in die andere Stadt fahren. Vermute ich jetzt mal. Also kann man sich mitunter hier sehr, sehr lange Tramlinien bauen. Ja, auch im eigentlichen Basisspiel Bus-Simulator 21. Da wurde sehr, sehr viel verbessert. Also was ich hier ganz klar merke, die Performance des Spiels hat sich deutlich verbessert. Ich habe die Grafikeinstellungen jetzt wieder auf Ultra, läuft ohne Probleme. Gut, ich habe mittlerweile auch einen neuen PC. Nicht in die Hand husten, mein Guter, sondern in die Armbeuge. Das haben wir doch alles gelernt, die letzten 2-3 Jahre. Ja, also es gab auch zahlreiche Updates, welche eben das Spiel an und für sich verbessert haben. Also viel Feedback der Community ist da eingeflossen. Ja, sie machen es richtig, sehr schön gut. Was hat man ja noch gemacht? Also, wie gesagt, das Update, ja, hat viele Sachen hier im eigentlichen Spiel verbessert. Zum Beispiel auch, wenn ihr den Karrieremodus spielt, müsst das, glaube ich, nicht mehr so Stück für Stück machen, sondern habt ihr auch von Anfang an Zugriff auf das gesamte Spiel. Das war ja auch so ein Wunsch und musste sich das Ganze vorher erst mühsam freispielen. Das war halt auch nicht so jedermanns Sache. Ihr habt mich ja selbst hier im Let's Play erlebt zu diesem Spiel, dass es dann manche Missionen gibt, die sehr mühsam zu spielen sind, bis man sie geschafft hat, wo du, was weiß ich, zigmal durch das Viertel fahren musst, um die ganzen Haltestellen aufzuleveln. Sowas ist dann so Missionen, die etwas länger dauern. Also, das sind alles so eine Sachen, wo man da ein bisschen nachgebessert hat. Dann, wie gesagt, gibt es jetzt auch neue Pakete. Bus Simulator 21 Gold. Da ist der Bus Simulator mit allen bisher erschienenen DLCs drin. Ausnahme jetzt die Inhalte Next Stop. Dann gibt es das Bus Simulator Gold Upgrade. Da ist, da sind nur alle DLCs drin, ohne das Basisspiel. Also da müsst ihr mal schauen, was für euch das Richtige ist. Bin ich in den Kommentaren gefragt worden, lohnt es sich denn, den Bus-Simulator 21 zu kaufen? Ja, wer so ein Bus, wenn ihr Spaß dran habt mit einem, ja, mit Stadtbussen, teilweise lizenzierten Modellen durch eine große Stadt oder durch zwei große Städte zu fahren. Es gibt ja hier zwei Städte, einmal Ancient Shores und einmal Seaside Valley. Wenn ihr Spaß an sowas habt, Busnetze aufzubauen, mit den Bussen durch die Stadt zu fahren. Es gibt auch Multiplayer-Modus und bald auch mit einer Tram. Also ich kann das Spiel grundsätzlich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das kann ich empfehlen. Das ist halt eher so ein bisschen Arcade gestaltet. Also ihr habt schon gewisse Sachen, die ihr beim Steuern der Busse berücksichtigen müsst und Verkehrsregeln einhalten. Ihr habt verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so komplex wie OMSI zum Beispiel. Also das ist kein Vergleich zu OMSI. OMSI 2, das sind ja richtige Bus-Simulatoren. Bus Simulator 21, das spricht halt mehr die sag ich mal, Hobby-Busfahrer an, die eben relativ schnell in das Spiel reinkommen wollen und eben jetzt keine sehr komplizierte Steuerung haben wollen. So, unsere Rundfahrt ist abgeschlossen. Wir schaukeln wieder zurück in auf unsere andere Seite der Insel. Ja, also haben wir heute mal eine nette Rundfahrt auf dem anderen Stadtviertel gemacht. So, da müsste die nächste Haltestelle doch gleich unsere sein, dass wir dann aussteigen können. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, auch als Fahrgast hier mit da dran. Und wenn ihr mal so zuhört, also ich finde, der Sound der Tram ist doch gut getroffen, oder? Also allein der Anfahrsound und der Rollsound ist doch genial. Kommt jetzt auch ein bisschen drauf an, welches Modell man darstellen möchte, aber so, der Grundsound ist doch geil gemacht. Also es klingt halt wirklich auch wie eine Straßenbahn, in der wir uns hier befinden. Ist zumindest meine Meinung dazu. So, mal gucken, fährt er uns jetzt eigentlich wieder zurück, wo wir hin wollten? Jetzt dreht er, glaube ich, hier auch in dieser Stadt. Ja, genau, das dreht er hier, glaube ich, noch im Kreis. Ja, ist genial. Also ich muss sagen, macht schon als Fahrgast Spaß und es wird noch mehr Spaß machen mit der
mit der Tram dann selbst rumzufahren und sich ein kleines Netz aufzubauen. Wird auch lustig werden, wenn du dann mehrere Straßenbahnen hast, die rumfahren. Das ist wahrscheinlich jetzt wirklich, wie gesagt, die einzige, die hier aktuell in der Stadt rumfährt und ihre Kreise zieht. Das wird dann interessant, wenn es mehrere werden. Und die werden wahrscheinlich im Spiel, in der Spielwährung, werden die wahrscheinlich auch extrem teuer sein. Also allein was die Busse kosten, und der Tram kostet ja dann sicherlich nochmal ein Stück mehr. So, also hier fahren wir relativ viele Haltestellen vorbei. Also die Halte nicht an jeder Haltestelle. Okay, jetzt ein Kegel umgeschmissen, wo auch immer der herkommt. War ich das etwa beim Herlaufen? Da eigentlich nicht unter. Genau, wir sind glaube ich da wieder, wo wir angekommen sind, oder? Ja, Fahrgäste steigen aber auch alle. Ja, wir sind da, glaube ich. Ne, wir sind am Krankenhaus angekommen, also genau da. Ja, würde ich mal sagen, steigen wir hier aus. So, kein Kollege rein. Kollege mit dem Rollstuhl hier rein. Ne, du willst gar nicht rein. Oder Kollegin, Entschuldigung. Ich habe nicht richtig hingeschaut. Okay, kann sich durch mich durchgeben. So, ja, dann sagen wir tschüss, liebe Tram. Wir wünschen der Kollege davor noch angenehmen Dienst. Vielleicht noch am Switch, aber ihr seht, hier gibt es aktuell noch keine Stromabnehmer. Ich weiß auch nicht, wie das Tram-Konzept hier konkret geplant ist. Nee, wir sind nicht exakt dort. Wir sind, glaube ich, da hinten gestartet. Die dreht jetzt hier auch einmal im Kreis durch diese Stadtviertel, würde ich jetzt mal denken. Dass die hier einmal hier durch die Altstadt rumfährt. Also so, dass sie hier drüben wieder rauskommt und dann darüber fährt. Also hier wird die jetzt noch einen kleinen Kreis drehen. Gut. Aber diese Stadtviertel kennen wir ja schon. Und ich würde sagen, ja, das war diesmal eine kommentierte Rundfahrt mit der neuen Tram im Bus-Simulator 21. Wie gesagt, tut mir leid, dass das letzte Video keinen Kommentar hatte. Ich hatte in der vergangenen Woche volles Haus. Da habe ich es hingekriegt, so ein paar Gameplay-Videos oder die Trains and World 3 Vergleiche mit der echten Eisenbahn. Das sind so alles Ad-Hoc-Videos, die da entstanden sind über die Woche. Und ich habe es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, hier rechtzeitig vorzuproduzieren. Von daher war das Ganze diese Woche jetzt etwas, also wer ist jetzt unsichtbar? Wir oder sie? Na, wir sind wahrscheinlich für die anderen unsichtbar. Egal. Ja. Müssen wir mal gucken. Hier sind wir im Krankenhaus. Mal gucken, was man dagegen machen kann. Ja, also, wie gesagt, diese Woche war etwas improvisiert bei mir. Ich hoffe, der ganze Content hat euch trotzdem gefallen. Ab morgen Montag also geht es dann weiter mit ganz normal kommentierten Let's Plays, und wenn es News-Videos gibt und Infos zu wichtigen Spielen, die euch und mich interessieren, dann wird es dazu natürlich auch Info-Videos geben. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ja, das war es eigentlich soweit. Also, unsere Fahrt mit der Tram, mir hat Spaß gemacht, mal da drüben durch das andere Stadtviertel mitzufahren. Ich freue mich sehr auf dieses DLC, auch wenn es noch ein bisschen hin ist bis zum Herbst, aber ich kann es eigentlich kaum erwarten. Und ich freue mich auch sehr auf die Schulbusse. Mal sehen, was wir da so beachten müssen, wenn wir Schulbus fahren. Das wird auch sehr interessant werden. Ja, auf jeden Fall, denke ich mal, das war es soweit von hier, vom Platz. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Bis dahin, eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.